Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend bei mir jedenfalls. Ne? Willkommen zu einem Spiel, was seit einem Jahr nicht auf der Steam-Plattform war und natürlich auf GOG. Ich habe es bei GOG heute gekauft, ich habe ein Jahr gewartet, sondern war bei Epic Exclusive. Nichtsdestotrotz, willkommen zu Observation und es ist jetzt endlich da und ich kann es endlich spielen. Was ist Observation? Ich will nicht zu viel verraten, nur das, was wieder in den typischen Beschreibungen steht. Und zwar ist es ein Sci-Fi-Thriller, logischerweise. Und wir sind Sam. Und zwar, ich würde es jetzt mal sagen, die KI, die Stationsintelligenz von einer Raumstation. Und wir sollen jemanden beschützen. Und zwar Dr. Emma Fischer und ihre Crew bei was auch immer. Und was da so passiert, was da passieren wird und überhaupt und sowieso. Das lassen wir uns einfach mal über uns ergehen. Ich starte einfach mal ein neues Spiel. Ich habe es noch nicht weiter gespielt, außer die Grafikeinstellung geändert. Und man sieht hier, es gibt keine Toneinstellung. Das heißt, wenn es zu laut ist, erstmal, also es wird bestimmt irgendwo einen Knopf geben, um das leiser zu machen. Deswegen erstmal ein neues Spiel. Oh, okay. Ich mag das. Habe ich das nicht abgeschalten? Ich glaube ja. Warte mal, Grafik. Körnung habe ich aus. Okay, Körnung habe ich auch. Müssen wir mal gucken, weil das ist der absolute Overkill. Das hier ist für die Aufnahme, ist das absolute Overkill. Neues Spiel. Ich denke mal, das lassen wir so. Ne? Ja, das sollte passen. Das passt. Und okay, Untertitel lassen wir an. Okay, und wird geladen und viel Spaß. Enable voice authentication. Dr. Emma Fisher, 140412. Ich bin dran. Warte mal, kann ich Escape drücken? Kann ich Lautstärke einstellen? Ich kann die Lautstärke nicht einstellen. Okay, Analyse. Deanalyse Wellenform. Fehler im Sprachmuster entdeckt. Emma Fischer, Bordmedizinerin, Biowissenschaftsabteilung. Was ist, wenn ich ablehne? Come on, try again. Voice authenticate. Dr. Emma Fischer, 140412.
Siehste, lieber nochmal validieren. Ich akzeptiere. Okay, gut. Come on, give me something. Sam, are you there? Respond. Das ist ja cool gemacht. Steuerung entriegelt, R gedrückt halten, um in den Antwortmodus zu gehen. Für Reply wahrscheinlich. Kein aktives. Ach so. Muss ich gedrückt halten? Ah, okay. Antworten. I am here. Oh, thank God. Okay. Now we're getting somewhere. Okay. Sam, you seem to have booted up in Module 8. I'm going to relocate you to the Horizon Utility Hub in Module 9. That should give you access to limited system diagnostics. Hang on. Okay. Great. Ich hab ein Bild. Listen, I'm stuck in the Horizon airlock in Module 11. I need to get into 9, but I'm not sure if it's safe to open this hatch door. Can you give me hull and pressure diagnostics on Module 9? Ich glaube, das ist immer noch Intro, oder? Modul 9, okay. Druck sicher, Strom niedrig, Modulverbindungen sind okay, Systemzugänge verbunden, eingeschränkt verfügbar, nur Antworten. Warte mal. Was war? Warte mal, ich muss mal... Please repeat your previous request. Ah, okay. I need diagnostics on the adjacent modules. I don't know if it's safe to open these doors. Zu welche? Okay, ich scanne das einfach mal. Modulverbindung falsch. Hier ist was. Keine Übereinstimmung, keine Reaktion. Das erstmal an hier. Keine Übereinstimmung, keine Reaktion. Aber diese eine Modulverbindung ist doch kaputt. Warte mal. Aber hier gibt es mögliche Treffer. Antworten. Module 9 is fully pressurized. Okay, that's good. Good. Are the adjacent contact points from 9 intact? Module 9, hull contact points to adjacent modules read true. Good, we're still connected. Something is vibrating, Sam. Can you check the hull contact points on the other modules? Okay, das wissen wir schon. Ich glaube, Modul 10 hat er... Da. Module 10, hull contact points to 12. Read false, suggesting that module 12 is no longer securely attached to the station. Shit. I think Josh might have been in module 12. Okay. I'm coming through to 9. Sam! The hatch door is jammed shut! The controls aren't responding. See if you can restore power. Sam, you still there? Was? Da kommt irgendwas. What's going on, Sam? What is that noise? Sam, what is that? Sam, a response! What the hell is going on? Höre zu, bring sie her. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Habe ich da eine Wahl? Ich kann nur annehmen sagen. Hallo? Ich bin doch bloß eine Maschine. Hallo?
Hallo? Kann ich irgendwas tun? Nein. Okay, sie fängt sich. What just happened? I think I blacked out. This isn't good. Sam, run your self-diagnostic procedure. And what errors are you showing? Okay, dann gucken wir mal. Was haben wir denn? Struktgroup init, bla. Ach, ist ja easy. Sieht alles super aus. Gibt keine Probleme. Netzwerkfehler. Das ist nicht gut. Gucken wir mal. Das sieht gut aus. Glaube ich. Modul Ortswechsel. Netzwerk ist nicht einsatzbereit. Eingriff der Besatzung erforderlich. Hier. Relocation functions are offline. I require auto-routing to access module cameras. Okay, I can manually relocate you, but once I get out of here, I'll get your systems up and running. Okay, danke. Das hier. Speicherkern. Mal gucken. Ah, das sieht nicht gut aus. Läuft überhaupt einer noch richtig hier? Die 4 läuft. Pass auf, die ist super. Nicht gut. The main memory core has been corrupted. I have lost significant station data. Okay. So most of your system links and data logs are gone. Sam, you will need to scan, download, and recover as much data as you can. We need to get you back to your old self. Okay, okay. Jetzt. Crew-Tracking. Okay, wir müssen das Besatzungsidentifikationsnetzwerk. Geht nicht. Tracker-Energiestatus. Okay, der funktioniert. Sensoren für Vitalparameter. Komm, der muss funktionieren. Ah, super. Und? Okay, der läuft auch. The connection between crew tracker functionality and SAM OS has been severed. So it's working, but the link is cut. I'll need to reconnect it in Central. Josh? May? Anyone? Okay. Yeah. I can't get out of here. The hatch controls aren't working. It might be a safety lockdown. You'll have to override the hatch from Module 9. Okay. I'm auto-routing you back to the utility hub in Module 9. Camera movement should be online now. Run a test. Warte mal, mit VRST? Okay. Was kann ich jetzt damit machen? Oh, Steuerung, Ziele. Drehen. Was ist vergrößern? Das geht gerade nicht. QE Kamera wechseln. Geht auch gerade nicht. Wahrscheinlich ist es jetzt Tutorial, ne? Okay. Camera cycling should be active as well. Check the other cameras. Okay. Ah, oh, das erinnert mich gerade an. I can see your live feed updating from here. There should be a system links reset procedure document on the wall somewhere in there. Find it and scan it. Your scan range is limited, so use your camera zoom to get closer. Okay, das kriege ich dahin. Wie hieß denn das? The Turing Test oder so ähnlich, ne? Irgendwie hieß das Spiel. Mit den Kamerawechsel, die wechseln genau so.
Würde mich nicht wundern, wenn es dieselben Entwickler sind. Okay, da sind doch die Ziele. Kameras und Systemzugänge, Dokument scannen. Ich muss ein Dokument scannen. Ich glaube, bist du ein Dokument? Nein. Ja. Linke Taste. Nee, da müssen wir wahrscheinlich auf eine andere Kamera. Zum Vergrößern interagieren. Ach, Mausrad. Oh. Kann man scannen? Mit gedrückter Maustaste. Linker. SamOS Vorgehensweise Systemzugangsreset. Zeigt Terminal Input Code Tick an, der es einem Besatzungsmitglied ermöglicht, im Falle eines Softwareversagens ein Reset von Sams Systemzugangsfunktion durchzuführen. Achtung, nach diesem Vorgang ist eine Neuverbindung zu allen Systemzugängen auf der ganzen Station nötig. Erst nach einem vollständigen Reset durchführen. Okay. Dev Table Uses Lab, bla bla bla. Dev Accident. Warning, this procedure will require... Okay. Ah, Backspace ist zurück. Okay. That should be reinstalling the system link interface. Use your cameras to locate the hatch controls and any other integrated systems and equipment. Systemzugänge. Das ist ein Hatch-Control, oder? Glaube ich. Oder hier. Das ist, glaube ich, eins. Warte mal. So. Kann ich das von hier aus sehen? Lupensteuerung. So, was können wir jetzt machen? Ach so. Muss ich das tippen? Tatsache. Good, good. Looks like that's working. Add another. Wir können die jetzt öffnen, machen wir aber noch nicht. Wir sollen erstmal die Lupenzugänge finden. Hier drüben war theoretisch, da oben ist einer, glaube ich, ne? Da. Okay, looks like that is working. Now, use your system link interface to open the EAS 11 airlock. Okay, also ich soll es öffnen. Dann... That's it. It's open. I'm out. Good work, Sam. Es ist definitiv okay. Anders, das Spiel. Aber cool. Let's get this up and running. Josh? I don't know if you can hear me, but... I hate these things. Oh. Das sieht gut aus. Josh. If you're in EAS Module 12, then stay put. The hull connection isn't secure, and most of our systems are underpowered. I'll work something out. Josh? Houston? Anyone? What? Wait a minute, Sam? Our internal communication network is fully online. Where has everyone gone? Oh, shit. Okay, station alert, station alert. Right, Sam, you should have access to your OS now. Du kannst jederzeit das SamOS aufrufen, indem du Leertaste drückst. You can now relocate to any module and view its camera feeds. In the EAS arm at least. Try it now. Find that fire, Sam. Find that fire? Okay, das Rüberschweben reicht aus. Okay. Leertaste. Ich gehe mal hier in die Helix. Nee. Ja, es. Hier ist das Feuer. R drücken. There is a fire out of control in EAS 4. Shit, I'm on my way.
Alter, ist das cool gemacht. Wo ist sie? Eigentlich war sie in IRS-9, ne? Da, immer. Ach, da. Na, ein Wolli. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da schwebt sie gerade weg. Die fliegt hier rum. Siehst du irgendwo? Da ist er, da ist er. Okay. Taufrisch auf Steam und Co. Na klar, für mich ist das taufrisch. Ist ein Jahr alt, muss man dazu sagen. Aber ist taufrisch heute rausgekommen. Auf GOG und Steam. Ich hab so eine Abneigung wegen Epic. The hatch in EAS6 is locked down. Can you get it open for me? EAS6. Da gibt's bloß eine. Was willst du? Was da? Okay. Verriegelt. Benötigte Schaltplandaten nicht gefunden. Gedrückt halten, Verbindung starten. Oh Gott. Achso, ich hab dafür keinen. Genau, das war wieder ein Epic Only. Das war nämlich das Problem. Im Prinzip, ja, wenn wir es so sagen, ist es nicht ganz so taufrisch. Das stimmt. Muss ich leider zugeben. Aber es ist taufrisch halt auf die mir persönlich liebsamen Zugänge Plattformen gegangen. So, mal gucken, können wir hier? Schaltplan. Haben wir auch nicht, okay. Reicht es? It's open. I'm on my way. Okay. Relocate to EAS3. I'll need your help when I get there. Okay. Ich guck schon. Da ist er. Ich muss mal echt sagen, das Spiel ist genial bisher. Genau. Was macht sie da? Feuerlöscher hat sie geholt, okay. Lass mich raten, ich soll die Tür aufmachen für dich, oder wie? Add the EAS4 hatch controls to your system links, but wait for my signal. Okay, warte mal. So, wo ist die komische Tür? Da. Da drüben ist die Kontrolle. Vergrößern. 3, 1, 4. Fire suppression override. Dr. Emma Fisher. Okay, Sam. I need you to get ready and open the door. Okay. On 3. Are you ready? One. Two. Three. That's it. Come on! Wie machen? Statusanzeige. Oh Gott, hier sind so viele Tasten und oh, gedrückt. Systemzugänge. Luftschacht. Okay, wir haben hier einen Schuftsack. Luft. Was haben wir hier? Umgebungssensor. Mit dem können wir aber nichts machen. Wo haben wir denn hier? Da. Besser. That's it, it's working. The fumes are dissipating now. How bad is it? Schadensbericht. Können wir hier... Wie kann ich hier... Warte mal. Schaden in ERS4 melden.
Kann ich das hier... Wie kann ich einen Schadenbericht, Schadensbericht hier machen? Oder muss ich scannen? Beschädigtes Wreck. Okay, hier können wir nichts tun. Steuertafel, die ist kaputt, eindeutig. Warte mal, da steht Antwort SAMOS. Ah, nee, der Speicherkern ist es nicht, richtig? Nee. Kamera benutzen, Wegpunkt umschalten. Also die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie kann ich... Damit kann ich ihr wahrscheinlich sagen, wo sie hinreisen soll, richtig? Ich glaube ja. So, wie kann ich... Ich kann nur Anweisungen wiederholen, sagen. Please repeat your previous instruction. Inspect the damage in the module, Sam. Okay, inspect. Danke für den Hinweis. Ich werde jetzt inspekten. Da haben wir nichts zum Inspekten. Hier haben wir noch ein beschädigtes medizinische Vorräte. Das ist gewöhnungsbedürftig, dass die Maus hierfür nicht genutzt werden kann. Das wäre doch um vieles einfacher. Das sieht aber soweit gut aus hier. Ist halt nur dieser eine, ne? So, wie sieht's hier aus? Oh, da können wir... Nee. Wir können die nicht scannen, die Dinger. So, Sphäre übernehmen. Operation. Antwortmodus, Systemzugang gedrückt halten. Statusanzeige öffnen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich... Ah, warte mal, hier. Lukensteuerung. Schaltplan. Haben wir nicht. Entlüftungsschächte sind an. Oder das China. Amerika. Ich habe keine Ahnung, wie ich das scannen soll. Hm. So. Residue on panel LFE1 indicates a potential source. What? That's just a blank plate. Let me see. Something is coming out of the side. What is that? It's like a thick grease. Or oil. Dark red. Maybe something in storage above that's leaking. Oh, come on. What now? Sam, give me a status report. Achtung, schwere Belastung, ERS-12. Oh Gott. There is significant stress being applied to EAS-12. Immediate separation recommended. Please, if there is anyone in Module 12, make yourself known now. We are about to jettison the module. Someone, please, respond. Ich kann nichts tun. This is getting much worse.
Okay. Sam, get ready for the separation procedure. Okay, first, process my authorization code and give me a security override key. Was? Was? 1442413324. Was? Sam, come on! Authorization. Ja. 1442413324. Two, nine, zero, three, four, one, nine. Got it. Inputting now. Hurry, Sam. Target the jets and push the module away safely. Was? Was soll ich tun? Drücken, um die Ablösung... Sam, target the jets in the correct sequence. We don't was ich machen soll. Go. If you don't fire them in the correct order, the module might tear off. Oh. I hope to God if anyone was in there, they had their suit on. Sam, we've stopped spinning. We've stabilized. I think we're okay. Listen, I'm going to relocate you to the external cameras and see if we can get a better view of the station. Or what's left of it. Oh, das Spiel ist stressig. The signals are weak, distorted. I don't understand. We should be right above Houston. Can you detect any damage, Sam? Ey, das Spiel ist echt hektisch, aber richtig hektisch. Vor allem, das wirft einen völlig rein und erklärt gar nichts. Ja, wir hatten jetzt ja nicht viel Zeit. Was wäre passiert, wenn ihr könnt gar nicht ausdenken. Aber das ist gut. Das ist. Was ist das da? Beschädigte Bauteile entdeckt. Das ist das, was sie abgesprengt haben, richtig? EAS 12 is still tethered with unusual structural damage. It's like a hole has been cut out of it. What would do that? Aber es ist wirklich gut. Man kann es gar nicht so richtig beschreiben. Solaranlage, was? Oh oh. The primary solar panel array on the EAS arm has been torn off. That explains the lack of power. Okay. We must have spun off course. Damage doesn't look too severe. Just isolated sections. Oh, die Kamera. Hier können wir nicht viel einstellen, wie es scheint. Oh, da ist was kaputt. Ah, ich würde eine Nummer größer machen. Sicher. Das gibt die Möglichkeit, noch ein paar Socken drunter zu ziehen, oder? Okay, hier scheint nichts zu sein. Oder? Ich glaube, hier habe ich nichts.
hier irgendwas? Nee, ne? Okay, gehen wir mal zur nächsten. Kann man da hinten auf das Ding dazu gucken? The RU arm upper modules are badly damaged. Damage seems to be localized to the upper part of the arms. I'm going to connect the distance cam. We should see where we are above Earth and if we've lost any altitude. Oh my God. Was? Das ist aber nicht die... How did we get here? Das ist aber nicht die Erde. Blackbox-Eintrag, Kurs liegt an Saturn. Eingeleitet von System Administration and Maintenance. Irgendwas steuert das System. Irgendwas steuert das System. Möglicher Treffer antworten. Können wir irgendwas... Nee, können wir nicht. I brought you here. It seems. What? Why? Signal akzeptiert, Nachricht empfangen, Koordinaten eingegeben. AINC-Fehler. Das ist unsere Speicherbank das Problem. Wir können es nicht sagen. Bring sie her. I don't know. Gut. Was passiert jetzt? Das war das Intro. Oh. Das ist gut. Boah, wie gut ist das denn?